Viele Menschen sind ungeduldig, weil sie sich unbedingt impfen lassen wollen, weil das aber nicht so schnell geht, wie sich das alle wünschen. Wir machen sehr viel Fortschritte. In Nordrhein-Westfalen sind jetzt über 40% der Erwachsenen erst geimpft. Aber es gibt jetzt noch mal eine kleine Durststrecke, weil die Liefermengen für den Monat Mai nicht so groß sind, wie wir uns das wünschen. Und weil vor allen Dingen jetzt viele Menschen zum zweiten Mal geimpft werden. Das ist notwendig, denn es handelt sich um Menschen, die einer Risikogruppe angehören, zum Beispiel ältere Menschen über 70 oder Menschen mit Vorerkrankungen. Und nur die zweite Impfung bringt wirklich einen guten Schutz. Die Priorisierung, auch wenn wir alle ungeduldig sind, ist notwendig, weil das Risiko, an Covid-19 zu sterben, wenn man sich infiziert, für jemand über 60 hundertmal so groß ist wie für jemand unter 30. Und deswegen halte ich es für richtig, dass die Priorisierung erst aufgehoben wird, wenn diese Menschen die Chance hatten, sich wirklich impfen zu lassen. Aber die gute Nachricht ist, ab Anfang Juni wird es so viel Impfstoff geben, dass dann wirklich jeder relativ schnell drankommen kann. Nach den Zahlen, die mir vorliegen, ist es so, dass bis Anfang Juli jeder in Deutschland, wenn er das will, die Chance hat, sich zum ersten Mal impfen zu lassen. Und deswegen ist es jetzt schon wichtig, sich darauf vorzubereiten. Es ist gut, dass die Betriebsärzte dann mithelfen und auch die Arztpraxen, die werden in den nächsten Tagen genau die Liefermengen bekommen, auch für die Zeit Anfang Juni, sollten sich darauf vorbereiten, dass sehr viel Impfstoff zur Verfügung steht. Und wir alle sollten dabei helfen, Vorurteile aus der Welt zu schaffen. Wenn wir dann im Juli so viel Impfstoff haben, dass wirklich jeder die Chance hat, sich impfen zu lassen, dann ist die Herausforderung, machen das die Menschen. Nehmen sie die Impfung an. Und ich glaube, es ist wichtig. Jeder, der die Chance hat, sollte sich impfen lassen. Es gibt Berichte, ja, dass man trotz Impfung sich mit dem Coronavirus infizieren kann. Aber in der Regel ist das dann ein milder Verlauf. In einer Studie aus den USA wurde festgestellt, dass bei 95 Millionen Menschen, die geimpft waren, nur 835 wegen Corona ins Krankenhaus kamen. Das heißt, das Risiko, trotz Impfung dann doch noch so schwer zu erkranken, dass man ins Krankenhaus muss, ist unter 1 zu 100.000. Und das ändert doch alles. Wir wollen zurück zur Normalität und das schaffen wir, wenn möglichst viele Menschen sich impfen lassen.